Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir sind draußen unterwegs und das wollte ich gerne nutzen, um das heutige Video einfach auch zu drehen. Es ist ein bisschen nebelig und diesig, aber das Licht ist gut und es wird im Ganzen also keinen Abbruch tun. Heute soll es um ein ganz bestimmtes Thema gehen, nämlich die Mami Bucketlist. Bucketlist könnte man auch Löffelliste zu sagen. Und eine Löffelliste habe ich ja jetzt schon ein ganz paar Monate. Normalerweise ist eine Löffelliste so 100 Punkte lang. Ich kann euch sagen, ich habe noch nicht mal die Hälfte voll. Eine Löffelliste habe ich mir erstellt, weil ich die Videos von Chic Mami ja sehe, das wisst ihr ja. Und weil ich mir einfach auch selbst bewusst werden wollte und mir auch erlauben wollte, darüber nachzudenken, was ich im Leben noch erleben möchte, was ich erreichen möchte. Und heute soll es aber genau um die Punkte gehen von meiner Löffelliste, die ich tun möchte, obwohl ich Mutter bin oder auch gerade weil ich Mutter bin. Und ich werde euch nur ein paar Auszüge nennen. Und inspiriert wurde ich dazu von dem Blog Raise and Shine. Den verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Dort könnt ihr euch auch ihren Artikel durchlesen und schauen, was ihre Punkte auf ihrer Mami-Bucketlist sind. Beginnen wir mal mit dem interessanten Thema Reisen. Natürlich gibt es auf meiner Löffelliste Punkte, gerade im Bereich Reisen, was ich auch mit den Kindern machen will. Das ist zum Beispiel mal Urlaub auf dem Bauernhof. Ich möchte ihnen das Disneyland in Paris zeigen. Ich möchte mal so einen Kurztrip machen mit einem Wohnwagen, wo Manu sicherlich nicht dabei ist, weil er es total doof findet. Aber es gibt da halt auch Punkte, die möchte ich nur für mich machen. Vielleicht sogar alleine oder wenn dann nur mit Manu zusammen. Und das sind hauptsächlich Städtetrips. Jeder, der mit Kindern schon Urlaub gemacht hat, weiß, man plant einen Urlaub einfach kindgerecht. Und so Städtetrips sind dann meistens eher schwierig oder man kann sich nicht die Dinge angucken, die ich vorhabe, mir anzusehen. Und zu diesen Städten zählt zum Beispiel Rom oder auch Venedig, New York, solche Dinge. Zum Thema Reisen, das ist was, das wollen wir mit Manu zusammen machen. Wir wollen unbedingt in Amerika mal ein Footballspiel uns ansehen. Das Größte wäre natürlich, wenn unsere beiden Mannschaften gegeneinander spielen würden. Aber diese Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Und deswegen, für mich ist es Hauptsache irgendein Footballspiel. Da ist mir sogar das Team mittlerweile egal. Also das ist etwas, was wir auch noch machen möchten, was ich auch mal so zum Punkt Reisen zähle. Und etwas, was so in letzter Zeit ein sehr, sehr großes Thema ist. Ich möchte in London unbedingt das Harry Potter Theaterstück sehen. Leider ist es total ausverkauft und auch mega teuer. Aber wer weiß, vielleicht gibt es noch mal Karten, vielleicht wird es noch mal neu aufgelegt. Vielleicht kommt sogar in einer deutschen Version nach Deutschland oder ich würde es mir in Deutschland auch in englischer Version anschauen. Aber dieses Harry Potter Theaterstück The Cursed Child würde ich mir unbedingt möchte ich mir das ansehen. Und das ist sowas, das kann ich mit keinem der Kinder zusammentun. Das ist wirklich so ein reines Mama-Ding. Es gibt auch noch so verschiedene Dinge, die ich gerne ausprobieren möchte. Es hat nichts damit zu tun, dass ich damit Geld verdienen möchte oder erfolgreich sein möchte, sondern mich interessiert es einfach und ich möchte sehen, wie das ist. So möchte ich zum Beispiel mal ein Buch schreiben. Und das halt nicht nur für mich schreiben, sondern schon so, dass das auch Leute lesen können. Ich möchte mal ein Hörbuch aufnehmen. Das ist wieder so ein Mama-Ding, weil es soll was für Kinder sein. Und ich möchte mal ein Lied professionell aufnehmen. Das ist einfach so, um mal auszuprobieren, wie das ist, wie sich das für mich anfühlt, ob ich das kann. Also diese drei Dinge möchte ich in meinem Leben sehr, sehr gerne auch mal machen. Und dann gibt es auch noch so Aktivitäten, sag ich mal. Das kann man entweder alleine für sich machen, um wieder für diesen Mama-Alltag Kraft zu schöpfen. Ihr wisst, Zeit für sich allein ist gerade für Mamas sehr, 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 sehr wichtig. Das habe ich schon oft gesagt. Oder aber man macht es mit den Kindern zusammen, um auch da einfach ein grandioses Erlebnis zu schaffen. Und dazu zählen zum Beispiel so Punkte wie, ich möchte mal auf freiem, offenen Gelände reiten. Ich kann nicht reiten. Also ich habe das noch nie irgendwie richtig gelernt. Ich saß schon ein paar Mal in meinem Leben auf einem Pferd. Ach, ich möchte mal so richtig in offenem, freien Gelände reiten. Und ich möchte mal klettern in so einem richtigen Kletterwald und auf so einer Kletterwand. Und das sind so Dinge,
Das kann man allein machen, das kann man aber auch wunderbar mit seinen Kindern machen. Und mein allerletzter Punkt heute, das ist etwas, das möchte ich, glaube ich, auch machen, eben weil ich Mama bin. Manu und ich haben jetzt, nächstes Jahr sind es mittlerweile 4 Jahre, die wir verheiratet sind. Und damals war ich mit Vince schwanger. Wir haben eine sehr kleine Hochzeit gehabt. Relativ unspektakulär, aber es war zu dem Zeitpunkt genau richtig und perfekt für uns. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich als Frau diesen Wunsch nach einem tollen weißen Kleid mit Spitze. Ich meine, ich hatte ein Umstandskleid an, einer riesengroßen Hochzeit, einer freien Trauung, Blumenmädchen. Und das möchte ich machen, gerade weil ich Mama bin, weil ich möchte, dass unsere Kinder da auch dabei sind und alt genug sind, das wirklich auch zu begreifen, was wir da tun. Und wir möchten uns zu unserem 10-Jährigen, also wenn wir dann 10 Jahre verheiratet sind, das ist dann 2023, möchten wir nochmal so richtig groß heiraten. Mit tollem weißen Hochzeitskleid mit Spitze, Svea als Blumenmädchen und Vince, der die Ringe bringt. Und einer freien Trauung und eigenen Gelübden, also alles, was da dazugehört. Und mit allen unseren Freunden, die halt bei unserer kleinen Hochzeit 2013 nicht dabei sein konnten. Und das ist auch so ein Punkt auf meiner Bucketlist, was ich halt in meinem Leben gerne noch erleben möchte. Und das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was auf eurer Mami-Bucketlist steht. Also die Dinge, die ihr tun wollt, obwohl ihr Mama seid oder vielleicht gerade, weil ihr Mama seid. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Und schaut doch jetzt mal bitte auf dem Blog vorbei von Raise and Shine und lest mal, was sie so geschrieben hat. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!